Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem MHP Deep Dive mit dem Thema Machine Learning in der Produktion, von Algorithmen zu Anwendungen, Methoden und Best Practices. Ich möchte Ihnen gerne unseren heutigen Referenten vorstellen, Nikolai Weiler. Mein Name ist Julia Maletz, ich arbeite bei MHP und freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Vorab noch ein paar Hinweise für Sie. Aus technischen Gründen sind Ihre Mikrofone auf stumm gestellt. Über die Chat-Funktion können Sie aber während und nach dem Vortrag anonym Fragen an unseren Referenten stellen. Eine Einsicht in die Unterlagen haben Sie nach dem Deep Dive über SlideShare und ein Videomitschnitt dieser Websession finden Sie in Kürze bei YouTube. Bevor es losgeht, möchte ich Sie gerne noch über unsere kommenden Deep Dives informieren. Am 23.04. Smart Asset Management, datenbasierte Optimierung des Asset Managements und Ende des Monats MHP und TÜV Rheinland Plattform für Fahrzeugdaten, digitale Plattform für Flottenbetreiber. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß und übergebe das Wort an Nikolai. Vielen Dank und auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite aus. Mein Name ist Nikolai Waller. Ich bin Senior Consultant bei MHP in der BA Data Science und AI. Ausbildungstechnisch habe ich als Maschinenbauer begonnen, habe mich jedoch recht schnell umorientiert und würde sagen, bin ein Data Scientist by heart. Grundsätzlich meine Aufgaben befassen sich damit, selbstlernende Algorithmen zu implementieren und ich lebe auch den Teil den Data Science Pragmatismus aus. Konkret heißt es, dass ich versuche, Data Science und ich sag mal klassische Softwareentwicklung in Einklang zu bringen. Und das ist auch unter anderem ein Teil, den wir heute beim Deep Dive behandeln werden. Die Agenda, die ich heute für uns vorgesehen habe, ist die folgende. Zum einen möchte ich das Modell der Datenreife vorstellen, weiterhin das Vorgehensmodell CRISP-AI, was MHP entwickelt hat. Daraufhin die Unterschiede zwischen einer Software-Applikation, wie man sie klassischerweise kennt, und die Besonderheiten, die eine Machine Learning-Applikation zutage bringt. Weiterhin, wie man dann tatsächlich in diesem Bereich POCs aufbauen kann und wie man diese skalieren kann. Und im Anschluss gibt es im Grunde genommen noch ein Fazit über den ganzen Vortrag sowie eine Diskussion. Wir befinden uns aktuell in einer Zeit mit viel Umwandlungen. Wir haben tatsächlich die Notwendigkeit, schnell Entscheidungen treffen zu müssen, und diese sollten natürlich immer fundiert sein, am besten datengetrieben. Hierfür gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, die wir haben. Nicht zuletzt kann man dort auch die Königsdisziplin künstliche Intelligenz sehen, womit halt im Grunde genommen Informationen aus Daten automatisiert extrahiert werden können, um so Entscheidungen zu treffen. Das McKinsey-Institut hat bereits in einer Studie vor knapp 1,5 Jahren veröffentlicht, dass sie glauben, dass in bereits 10 Jahren, also 2030, ungefähr 70% der Unternehmen Lösungen der künstlichen Intelligenz benutzen werden und dass diese auch dafür sorgen werden, dass die Unternehmen, die solche Lösungen implementiert haben, im Vergleich zu denen, die das nicht gemacht haben, sozusagen einen größeren Unterschied haben werden. Also die Schere zwischen Implementern und Nicht-Implementern wird umso größer werden. Und ein Grund, warum das denn zu verstehen sei, liegt dann nicht nur in den Algorithmen, die im Grunde genommen solche Unternehmen implementieren, sondern vor allem auch in den Daten. Denn die Daten sind tatsächlich der Treibstoff, der dafür sorgt, dass solche Algorithmen überhaupt funktionieren. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man sozusagen seine Reise ins Reich der Daten beginnen kann. Es gibt ein Modell, welches beschreibt, wie tatsächlich Unternehmen mit Daten umgehen, welche Reifestufe sie in Bezug auf Daten haben, und das ist das Modell der Datenreife. Dieses Modell ist im Grunde genommen in zwei Dimensionen aufgeteilt. Es gibt einmal die Dimension der Technologie, welche beschreibt, welche Technologien, welche Tools, welche Frameworks benutzt werden beim Unternehmen im Rahmen der Daten. Und es gibt noch die Seite der Unternehmenskultur, die mindestens genauso wichtig ist. Denn allein eine Technologie bringt einen nicht vorwärts, wenn nicht das entsprechende Mindset noch damit verbunden wird. Diese Pyramide setzt sich sozusagen aus stufenweise auf und natürlich beginnt man dort bei der untersten Stufe als die Grundlagen. Ich würde diese Stufe als Stufe von datenblinden Unternehmen bezeichnen. Die zeichnen sich auf der Technologieseite dadurch aus, dass keine Datenbanken vorhanden sind und daher auch keine Datenbanktools oder überhaupt Datentools. Und es finden meistens auch keine Datenanalyse statt. Ausgeprägt zeigt sich das im Grunde genommen, dass es zum Beispiel einen Netzwerkserver gibt oder ähnliches, wo einfach nur Dokumente drauf liegen, aber jetzt keine besondere Verfahrensweise dafür benutzt wird, diese Dokumente zu organisieren oder in Datenbanken zu.
Auf der Seite der Unternehmenskultur sieht man, dass solche Unternehmen absolut keine Datenstrategie aufweisen. Und weiterhin gibt es zwischen Abteilungen oder Fachbereichen absolut keinen Austausch, was Daten angeht. Das heißt, wenn Daten vorliegen, zum Beispiel in Dokumentenform, sind diese Daten immer nur für die jeweilige Abteilung sozusagen verfügbar. Und es gibt auch keinen Analysebedarf, diese Dateien sozusagen zu durchsichtigen. Darauffolgende Stufe beschreibe ich als datenreaktiv. Diese zeichnet sich auf der Technologieseite dadurch aus, dass es bereits simple oder beschränkte Datenbanken gibt. Soll heißen, Datenbanken sind vorhanden, sind jedoch nur für gewisse Fachabteilungen zuständig oder eher simpel gehalten. Auch die Datenbanktools, die mit solchen Datenbanken umgehen, sind relativ simpel. Das heißt, sie sind in der Lage, diese Datenbank zu bespeisen oder sozusagen Daten zu extrahieren, aber sonst weiterhin ist da jetzt nichts Ausgeprägteres dabei. Und auch die Datenanalysen sind simpel. Sprich, es werden höchstens irgendwelche statistischen Kennwerte ermittelt, aller Mittelwert oder Abweichung, beziehungsweise werden auch einfach nur Queries geschrieben. Heißt, es werden bestimmte Werte oder Gruppen rausgesucht, aber das alles manuell. Diese Unternehmenskultur auf der Stufe ist geprägt dadurch, dass die Daten nur der Businesslogik entsprechen und auch nur solche Daten vorhanden sind. Sprich, hat man ein bestimmtes Verfahren, was man in seiner Fachabteilung vorantreibt, dann sind die Daten auch nur dafür ganz beschränkt gedacht. Weiterhin findet immer noch kein Austausch der Daten oder Ergebnisse über Abteilungen hinweg statt. Und wenn eine Datenauswertung stattfindet, findet diese natürlich auch unabhängig von anderen Personen, unabhängig von anderen Daten oder Abteilungen statt. Die Stufe darüber bezeichnet man als datenaktiv. Hier hat man auf der Technologieseite bereits ausgeprägtere Formen von Datenspeichermedien, à la Data Lake oder Data Warehouse, je nachdem, was denn jetzt die Gegebenheit ist, um welche Technologie man ansetzt. Es gibt ETL-Tools, also Extract, Transform, Load-Tools, die es erlauben, diese Datenbanktechnologie zu befüllen aus verschiedenen Quellen. Und es können bereits komplexere Analysen gefahren werden, weil die Tools und das notwendige Wissen dafür vorhanden sind. Das geht dann über statistische Verfahren hinaus und kann bereits in automatisierte Auswertungen münden. Die Unternehmenskultur ist hier bezeichnet dadurch, dass es nun endlich eine Datenstrategie gibt. Heißt, die Daten werden nicht einfach willkürlich gesammelt, beziehungsweise nicht willkürlich ausgewertet, sondern es gibt eine Strategie, mit diesen Verfahren verfolgt wird. Die Abteilung oder das Unternehmen an sich wissen, was sie mit ihren Daten anstellen wollen oder wo sie die Daten für ihre Ziele herbekommen. Zwischen den Fachabteilungen oder einzelnen Personen gibt es auch einen Austausch von Daten und das führt dazu, dass Analysen auch aggregiert gefahren werden können. Dies bedeutet im Grunde genommen, dass man nicht nur einen Datensatz nimmt für seine Analyse, sondern verschiedene oder auch verschiedene Aspekte analysieren kann. Und sozusagen die Ergebnisse sind dann auch aus aggregierten Datenquellen. Eine weitere Stufe im Modell der Datenreife stellt die Stufe von datenproaktiven Unternehmen dar. Technologisch haben wir hier wieder Data Lakes oder Data Warehouses, mit dem Unterschied jedoch, dass der Umfang der Daten stark zunehmen kann, bis hin zu Big Data. Statt ETL-Tools haben wir ganze Pipelines, heißt, es ist eine ganze automatisierte Kette, die es erlaubt, solche Data Warehouses oder Data Lakes zu bespeisen. In der entsprechenden Form die Daten dort auch einzufügen, beziehungsweise neue Datenquellen relativ zeitnah anwenden, weil das Ganze eben eine automatisierte Kette ist. Weiterhin ist im Bereich der Analyse nun auch eine prädiktive Analyse möglich. Heißt, im Vergleich zu vorher, wo immer nur in die Vergangenheit geschaut wird, um Ergebnisse zu aggregieren und dann manuell zu bestimmen, was denn quasi die Erkenntnisse daraus sind, ist es auf dieser Stufe den Unternehmen bereits möglich, dann die Entscheidungen beziehungsweise die Vorschläge in die Zukunft finden, auch automatisiert auswerten zu können, weil die Analysen ziemlich komplex sind. Die Unternehmenskultur ist geprägt durch proaktives Datensammeln in ihren Business-Konzepten. Das heißt, die Daten verfolgen eine Strategie, aber man hat auch die Möglichkeit, wenn man beispielsweise im Rahmen von zum Beispiel Business Development Tätigkeiten sozusagen identifiziert, welche später von Bedeutung sein werden für Unternehmen, dass bereits hier geschaut wird, wie können wir bereits die Daten dafür akquirieren, um halt diese Ziele erreichen zu können. Weiterhin hatten wir auf dieser Stufe das Datenwissen in Abteilung. Dies bedeutet, die Personen, welche mit den Daten umgehen können, also die Daten finden, die Daten in Datenbanken einspeisen, die Daten auswerten, diese sitzen bereits in den Abteilungen. Das heißt, es gibt nicht unbedingt eine Data Science Abteilung in einem ganzen Unternehmen, sondern die Spezialisten sitzen auch in den Abteilungen beziehungsweise werden zu solchen ausgebildet. Und das führt im Grunde genommen auch dazu, dass die Ergebnisse von Analysen
auch über Abteilungen hinweg geteilt werden und so sozusagen das Datenwissen auch unternehmensweit verteilt wird. Die Spitze der Pyramide stellt dann tatsächlich ein Unternehmen dar, welches man als Datenbetrieb bezeichnen würde. Technologisch gesehen haben wir immer noch Data Lakes oder Data Warehouses mit Big Data. Der große Unterschied ist jedoch zu den vorigen Stufen, dass wir hier auch eine Datenversionierung haben. Das heißt, die Daten, wie sie da sind, werden nicht nur punktuell betrachtet, sondern auch alle vorherigen Versionen von Daten werden mitgespeichert. Das bedeutet, wenn eine Änderung stattfindet, wenn neue Datenpunkte hinzukommen, ist das Ganze auch noch gespeichert. Das ist halt ein Riesenunterschied, wenn man sozusagen die Historie von Daten verfolgen möchte und zeichnet halt diese Stufe aus. Weiterhin haben wir hier auch Tools oder Wissen, um höchst komplexe Analysen und Verfahren zu können und Entscheidungen zu treffen. Dies ist im Grunde genommen dann tatsächlich auch die Stufe, wo Machine Learning oder andere AI-Lösungen zu tragen kommen. Die Unternehmenskultur bezeichnete in dieser Stufe, dass sich Daten als wesentlichen Bestandteil der Value Chain eines Unternehmens betrachtet werden. Dies bedeutet, dass beispielsweise im Produktionsgewerbe oder Ähnlichem die Daten nicht nur sozusagen für den Erhalt der Produktion notwendig sind, sondern auch sozusagen den Mehrwert bringen, der dort zu sehen ist. Weiterhin haben wir die Unternehmenskultur dadurch, dass wir Entscheidungen nur noch datengetrieben treffen, wenn dies wichtige Entscheidungen sind. Das heißt, nicht mehr über ein Bauchgefühl heraus, sondern fundiert aus dem Wissen, der datentechnisch aufgesammelt wird. Dieses Modell ist natürlich nur ein Framework und die Realität sieht oftmals so aus, dass Unternehmen verschiedene Stufen bzw. verschiedene Ausprägungen von Stufen in einem vereinen. So kann es beispielsweise ganz klassisch sein, dass Data Lakes oder Data Warehouses vorhanden sind, aber das Unternehmen dennoch keine Datenstrategie erfolgt oder ganz starkes Silo-Denken in den Abteilungen vorhanden ist, sodass Daten nicht ausgetauscht werden. Um eben diese Pyramide erfolgreich durchlaufen zu können, beziehungsweise die entsprechenden Aspekte verbessern zu können, gibt es unter anderem eine Roadmap, welche aufzeigt, wo ein Unternehmen im Bereich von der Data Journey ansetzen kann. Es geht darüber, zum Beispiel, dass man eine Datenstrategie entwickelt und diese mit der Unternehmensstrategie global vereint. Oder auch, dass, wenn dieser Schritt bereits geschehen ist, man zum Beispiel Speichermedien auswählt und seine Daten sozusagen einem Governance-Aspekt ausführt. Weitere Schritte beinhalten zum Beispiel, dass man auch POCs im Bereich Data Science, in der Datenauswertung eben, erstellt und dieses dann skaliert. Speziell dieser Punkt von Erstellen und Skalieren von POCs erfordert ein gesondertes Vorgehen, welches von der regulären Softwareentwicklung abweicht, was wir in einem Modell, welches wir CRISP AI nennen, sozusagen entwickelt haben. CRISP steht für Cross-Industry Standard Process, lehnt sich am CRISP-DM-Modell an, ist aber speziell auf Lösungen der künstlichen Intelligenz bzw. von Machine Learning ausgerichtet. Dieses Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass wir im ersten Schritt den Schritt von Business Understanding haben. Das bedeutet, wenn wir ein Projekt starten, zuerst einmal verstehen müssen, um was handelt es sich dabei, sozusagen vom Business-Aspekt her, was sind die Ziele, die mit diesem Projekt erreicht werden müssen und ganz klassisch eine Projektplanung. Der weitere Schritt besteht darin, im Data Understanding, dass wir initial die Daten Quellen sozusagen erörtern müssen, die dafür notwendig sind, um diese Ziele, die wir uns gesteckt haben, zu erreichen. Es geht darum, die Daten zu identifizieren, zu beschreiben und eine initiale Datenexploration zu starten, betrachten, ob die Daten, die ausgewählt wurden, richtig sind. Und ein weiterer besonderer Aspekt besteht hierin, dass wir auch schauen müssen, ob die Datenqualität tatsächlich dem entspricht, was sehr notwendig ist, um die Ziele zu erreichen. Denn ein hohes Datenvolumen spricht nicht unbedingt für eine Datenqualität. Es kann auch mal sein, dass da andere Daten geschlossen werden müssen. Der darauffolgende Schritt, Data Preparation, zeigt sich dadurch aus, dass sozusagen aus den Datenquellen, die identifiziert wurden, die richtigen Daten ausgewählt werden müssen, denn nicht immer sind alle Daten passend. Und je nach Notwendigkeit werden die Daten entweder bereinigt oder erweitert. Meistens ist es natürlich ein Zusammenspiel von beiden Schritten. Und weiterhin müssen die Daten formatiert werden, denn die Realität zeigt, dass Daten, wie sie aktuellen Unternehmen vorliegen, menschenlesbar sind, aber für Algorithmen eher unbrauchbar. Und deswegen nochmal formatiert werden müssen. Die Auswahl von Algorithmen erfolgt dann im Schritt von Modellierung. Also es werden Modellierungsmethoden ausgewählt, es werden bestimmte Modelle erstellt und trainiert. Das heißt sozusagen, die Daten werden in das Modell gespeist und die Ergebnisse werden dann im Grunde genommen validiert. Der wichtige Evaluationsschritt, der als nächstes folgt, betrachtet nicht nur die Ergebnisse von Modellen, sondern auch die Ergebnisse der gesamten Prozesskette, die sozusagen zu den Modellen
führen. Es gibt oftmals iterative Schritte von Business Understanding zu Evaluation hin, also dass alle Schritte mit durchlaufen werden. Und das passiert oftmals, dass man mindestens ein oder zweimal diese Stufen mehrmals durchläuft, um halt eben die entsprechenden Ergebnisse nach Projektzielen sozusagen dann auch zu erhalten. Den finalen Schritt stellt im Grunde genommen dar, dass die Lösung, die sozusagen von den Algorithmen entwickelt wurde, auch noch als technische Lösung implementiert werden muss. Also diese wird geplant, gebaut, implementiert und im Endeffekt dann durch Deployment zur Verfügung gestellt. Das heißt, es ist nicht einfach nur für sich alleine, dass ein Modell dasteht, sondern es muss das auch tatsächlich in eine technische Lösung gegossen werden. Wie man sehen kann, ist dieses Verfahren mit leichten Unterschieden zur klassischen Software entwickelt. Und warum das so ist, muss auch verstanden werden, denn klassische Software-Applikationen, Machine Learning-Applikationen unterscheiden sich. Unterschiede kann man bereits im Lebenszyklus erkennen, der bei traditionellen Applikationen dadurch bezeichnet ist, dass es im Grunde genommen vier große Phasen gibt. Die Designphase, der folgt eine Implementierungsphase, ein Deployment und ein Monitoring, das heißt, die Applikation wird überwacht. Die Machine Learning-Applikation beginnt tatsächlich erst mit Experimenten. Dies bedeutet, wir haben die Datenexploration bzw. ein POC, der funktioniert. Daraus wird ein Modell entwickelt aus diesen Ergebnissen. Dieses Modell wird trainiert und validiert und an dieser Stelle findet ein Modell-Freeze statt. Das bedeutet, das Modell, wie es gerade trainiert ist, kann weiterhin benutzt werden. Ein Modell erfährt immer zu bestimmten Zeitpunkten einen Model-Freeze, denn Modelle sind stark zeitabhängig. Es ist oftmals so, dass neue Daten dafür sorgen, dass ein Modell von neuem trainiert werden muss, denn die Annahmen, die mit einem bestimmten Datensatz getroffen werden, stimmen über die Zeit hinweg nicht mehr. Also wenn zum Beispiel sich die Bedingungen in den Daten ändern, wenn beispielsweise viele neue Datenpunkte hinzukommen, ist es oftmals notwendig, dass das Modell. Sobald ein Modell jedoch gefreezed ist, kann es deployed werden und dort findet die Monitoring-Phase statt. Oftmals ist es so, dass im Monitoring erkannt wird, dass beispielsweise neue Daten hinzukommen, bestimmtes Nutzerverhalten an den Tag gelegt wird oder ähnliches. Das führt dazu, dass die Applikation oder das Modell optimiert werden muss. Und hier beginnt man wieder mit der Experimentierphase. Sozusagen befindet man sich hier zirkulär. Das soweit zur Theorie. Wie sieht es denn tatsächlich in der Realität aus, wenn man von POCs spricht oder wenn man diese skalieren möchte? Oftmals ist es so, dass Unternehmen ihre ersten Versuche mit sozusagen Data Science oder Machine Learning dadurch starten, dass ein oder mehrere Data Scientists ein oder zwei Projektziele bekommen. Und die Daten, die diese Personen dann bekommen, sind meistens einfach nur Dokumente, also zum Beispiel Excel-Dateien, PowerPoints, PDF-Dateien, CSV-Dateien oder ähnliches. Diese bekommen die Data Scientists als Dateien eben zugeschickt, verarbeiten diese lokal und haben dann im Endeffekt in ihrer Exploration, in ihren Erkenntnissen ein integriertes Skript, das rauskommt. Sprich, in den meisten Fällen benutzt man das Tool Jupyter, was dann ungefähr so aussieht, wie man hier in der Illustration sehen kann. Das ist ein Webinterface, wo im Grunde genommen Code und die Ergebnisse vom Code sowie Grafiken dargestellt, die Ergebnisse liefern. Oftmals ist es so, dass Data Scientists im Grunde genommen hier ihre Daten einladen können in dieses Tool, die Ergebnisse verarbeiten und dann sozusagen auch die ersten Erkenntnisse liefern können, die dann eben so schön grafisch aufbereitet aussehen. Dafür ist im Grunde genommen hier schon die ersten Probleme entstehen, beziehungsweise die ersten sozusagen Erwartungshaltungen an dieses Tool gelegt wird. In dieser Phase muss man verstehen, dass die Entwicklung nur auf lokalen Rechnern stattgefunden hat. Das kann also auch oftmals passieren, dass Standardtechniken der Softwareentwicklung wie Versionierung einfach nicht beachtet wurden. Die Daten sind nur in Dokumentenform vorhanden, also die vorhin besprochenen Excel- oder PDF-Dateien. Das heißt, die sind lokal gespeichert. Es ist ein riesen manueller Aufwand, da irgendwas sozusagen neue Daten hinzuzufügen oder ähnliches. Es gibt keine Schnittstellen zu anderen Systemen. Die Applikation ist nur für Entwickler verfügbar. Das ist ein markanter Unterschied, was in dieser Phase eben verstanden werden muss. Da die Entwicklung halt eben lokal erfolgt, in diesem einen einzigen Tool, sind die Ergebnisse und die Schnittstellen halt auch einfach nicht vorhanden. Das heißt, nur der Entwickler, der Data Scientist, kann damit umgehen, nur er kann die Ergebnisse sehen. Und das meiste, was er halt eben machen kann, ist zum Beispiel diese Bildchen einfach in der PowerPoint für eine Management-Präsentation bieten. Das heißt, der Mehrwert, der aus so einem Projekt hervorkommen sollte, ist an dieser Phase halt eben noch nicht geschehen. Und es ist auch ein hoher Aufwand.
Um halt eben aus dieser Phase rauszukommen und so ein POC erfolgreich zu skalieren, muss man den Ansatz fahren, dass man das integrierte Skript als Ausgangsbasis nimmt und dort zum ersten die Verarbeitungslogik, also das, was tatsächlich dafür notwendig ist, sozusagen den Mehrwert zu bringen, raus extrahiert. Meistens gibt es eine Vielzahl von Tools, die man dazu machen kann, aber die Realität sieht so aus, dass man die Verarbeitungslogik, da sie bereits in Python geschrieben wurde, auch extrahiert und in eigene Module packt. Also weg von Jupyter sozusagen zu einer eigenständigen Software. Hierzu werden oftmals die Tools Pandas oder NumPy benutzt, die halt eben Python-Frameworks sind, die diese Verarbeitungslogik abbilden können. Und wenn es um den Bereich Machine Learning geht, wird Scikit-Learn benutzt. All diese Tools hier sind Open Source, sozusagen werden von Freiwilligen betrieben und sind halt kostenlos im Internet verfügbar. Sobald die Verarbeitungslogik dann tatsächlich steht, beziehungsweise entwickelt wurde, muss man sich mit dem Thema Schnittstellen befassen. Schnittstellen gehen in beide Richtungen. Man kann Schnittstellen sozusagen von einer Applikation hin zu Datenbanken machen. Also ich würde das als interne Richtung bezeichnen. Oder man macht eine Schnittstelle zu extern, also beispielsweise zu Web. Für beides bietet Python die Möglichkeit, zum Beispiel die Python Database API erlaubt es, Datenbanken anzubinden, seien es jetzt simple Datenbanken wie SQL, MongoDB oder auch kompliziertere. Und was Web-Frameworks angeht, sind Django und Flask sozusagen die Vorreiter, die es erlauben, Schnittstellen im Sinne von Web-Interfaces, APIs zu erstellen in Python, dann sozusagen solche Applikationen abbilden zu können. Sobald Verarbeitungslogik und Schnittstellen stehen, geht es im Grunde genommen darum, dass die Applikation deployed werden muss. Also man kann sich das einfach vorstellen, dass im Grunde genommen jetzt tatsächlich eine Software besteht, welche einfach nur noch in Anführungszeichen auf den Server gepusht werden. Dazu gibt es auch wiederum eine Vielzahl von Technologien, die genutzt wird. Die großen Cloud-Anbieter haben sich aktuell zurzeit bewährt, also seien es jetzt ein Amazon Web Services, eine Google Cloud oder auch die Nutzung von Microsoft Azure. Und hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wird tatsächlich der Code, wie er da liegt, samt sozusagen Rezept, wie die Umgebung aussehen soll, direkt auf den Server gepusht. Oder aber das Ganze wird erst in einen Container gepackt. Hier hat sich Docker bewährt. Dann wird sozusagen der Container als Artefakt auf den Server gepusht für den Deployment-Schritt. Das Endergebnis ist dann das, was wir auch als klassische Software kennen. Die Applikation ist dann nicht nur für Entwickler verfügbar, sondern die ist durch die festgelegten Schnittstellen ansprechbar, sei es jetzt zum Beispiel ein Web oder eine interne Web-Applikation im Intranet oder ähnliches. Die Schnittstellen sind nicht nur nach außen, sondern auch nach innen verfügbar. Das heißt, Datenbanken und Ähnliches sind angebunden und die Applikation kann stabilisiert werden. Sprich, man ist jetzt in der Lage, noch weitere Schritte der klassischen Softwareentwicklung zu tätigen, wie zum Beispiel ein Authentifizierungsservice oder Ähnliches anzubinden, Logging und Monitoring zu ermöglichen und sozusagen daraus eine vollwertige Software weiterzuentwickeln. Ich wäre damit so ziemlich am Ende meines Vortrages. Das Fazit, was ich noch mitgeben möchte, ist sozusagen nochmal eine Zusammenfassung der wesentlichen Punkte, die besprochen wurden. Ein Teil, den wir besprochen haben, ist das Modell der Datenreife mit den verschiedenen Stufen von datenblind, reaktiv, aktiv, proaktiv und datengetriebenen Unternehmen. Die Unterschiede zwischen Software-Applikationen und einer Machine Learning-Applikation. Den Punkt, dass POCs, nachdem sie entwickelt wurden, unbedingt skaliert werden müssen, denn so ein integriertes Skript hat einfach keinen Mehrwert. Und dass diese Skalierung dadurch erfolgt, dass man Verarbeitungslogik, Schnittstellen und das Deployment im Grunde genommen entwickelt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Meine Kontaktdaten sind hier. Ich freue mich dann auf Fragen. Ja, vielen Dank, Nikolai, für den spannenden Einblick in das Thema und natürlich auch vielen Dank an alle Teilnehmer. Sie haben jetzt an der Stelle nochmal die Möglichkeit, Fragen an unseren Referenten zu stellen, die Sie auch gerne nutzen können. Ich würde jetzt einfach mal die Zeit nutzen und die kommenden Deep Dives ankündigen. Und zwar geht es am 23.04. mit Smart Asset Management, datenbasierte Optimierung des Asset Managements weiter und Ende des Monats MHP und TÜV Rheinland, Plattform für Fahrzeugdaten, digitale Plattform für Flottenbetreiber. Sie haben natürlich auch jederzeit Zugriff auf die Präsentationsunterlagen über Slideshare und auch als Videomitschnitt bei YouTube. Schauen Sie gerne auch auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Wir haben dort in unserer Deep Dive-Playlist zu diesem und vielen weiteren Fachthemen interessante Videos für Sie. Ich sehe, an der Stelle gibt es keine weiteren Fragen. Wie Nikolai gerade schon gesagt hat, Sie können sich gerne bei ihm mit noch tiefer gehenden Fragen oder Anregungen merken.
Und damit schließe ich hiermit den Deep Dive, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und freue mich auf den nächsten MHP Deep Dive mit Ihnen. Vielen Dank, Nikolai. Danke an die Teilnehmer.